Ja. Genauso fährt man Rennwagen. Ja. 91.2 GT3 RS. Hast du Bock? Ja, definitiv. Das Auto hier ist das ideale Track-Tool für Leute, die, was weiß ich, Sandford, Bilsterberg, Nordschleife fahren wollen. Die sind mit dem Auto genau richtig bedient. So, zweite Runde. 91.2 GT3 RS ohne Otto-Partikelfilter mit Weissach-Paket und Mantai Racing Kit. Das ist schon immer laut. Also wir waren uns ja gerade einig, der Gelbe gehört schon auf die Rennstrecke, der hier muss auf die Rennstrecke. Gleich geht's weiter, Teil 3, 992 GT3. Los geht's. 992 GT3 in Kreide. Und Kreidenähte. Und Kreidenähte. Und 55 Grad im Innenraum. So, das ist doch jetzt schon mal wieder deutlich weicher, ne? Und wie leiser. So ein. Ja, und ich habe Sportabgas an, jetzt machen wir es mal aus. Also das ist schon deutlich. Das ist wirklich deutlich weicher. Weicher, entspannter irgendwie. Ne? Und deswegen, ich habe ja vorhin schon gesagt, mit dem Auto kannst du auch gut und gerne mal, was weiß ich, von hier zum Gardasee fahren oder sowas. Obwohl er die Schalensitze hat. Aber das ist trotzdem easy. Und ich finde auch, dass die Geräuschentwicklung von dem Auto nicht so, die ist nicht penetrant. Und du siehst einfach schon jetzt hier den riesen Unterschied. Was ganz spannend ist, ich habe das mal von einem Designer von Porsche gehört, der hat mir das mal erzählt. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, die haben den 991 designt, dann stand im Designstudio 997. Dann haben die gesagt, okay, das können wir hier verfeinern, das können wir hier verfeinern, das können wir hier verfeinern. Und wie gesagt, beim 991 stand zum Beispiel 997 drin, also wir haben immer den Vorgänger genommen. Beim 992, also so wie wir jetzt hier drin sitzen, stand das F-Modell drin. Das F-Modell, also der Ur-11er. Ach so. Um einfach wieder so ein bisschen back to the roots. Und das finde ich, sieht man auch hier im Armaturenbrett. Das sieht man auch zum Beispiel besonders vorne an der Fronthaube. Beim 991 sind die Ecken unten, also sind eigentlich keine Ecken, sie sind rund. Ja? Weil es beim 997 so war, beim 996 so war, beim 993 so war. Beim F-Modell waren die eckig vorne. Also da waren es richtige Ecken. Ja. Und beim 992 sind es auch wieder richtige Ecken. Das ist so, um so ein bisschen, ich sag mal, an die alte Tradition anzuknüpfen, designtechnisch. Und das sieht man hier auch so ein bisschen. Das ist ja weit weg vom Armaturenbrett vom 991. Ja, ja, nein, sondern aber ich sag mal, setze ich mal jetzt in so einen Ur-11er rein aus 63 oder aus, was weiß ich, 65 oder wie auch immer, dann siehst du von der Formsprache her, ist das dem hier total ähnlich. Ich glaube auch, dass die Leute, die so ein Auto kaufen, die wollen noch Knöpfe drücken. Die, ja, die wollen noch hier mal fühlen und da mal drücken und da mal schauen. Wenn ich Sportabgas anmachen will und dann mich erstmal durch vier Menüs durchhämmern muss. So, und jetzt hast du das gemerkt? Wie der einlenkt, ne? Wie der einlenkt. Das Einlenkverhalten von dem 992, gerade beim GT3, ist der Oberhammer. Das ist so direkt, wie das funktioniert. Du guckst das Lenkrad gefühlt nur an und das Ding lenkt ein und ist zieht so sauber. Nee, gar nicht. Und zieht so sauber durch die Kurve, das ist sensationell. Ja, generell war das schon einmal ein Quantensprung. Wenn du 991 gefahren bist, dachtest du ja, okay, mehr geht nicht. So, und dann steigst du in das Auto hier ein und denkst, sie haben es wieder irgendwie hingekriegt. Und trotzdem ist dieses Ding auch unglaublich schnell, weil er einfach von der Fahrwerksgeometrie noch mal besser ist wie 991, GT3 oder auch GT3 RS. Erstaunlicherweise, die haben ja auch nicht viel oder nicht viel mehr PS. Ja? Also 991.2 GT3 hatte 500 PS, der hat jetzt 510. Ja, aber auch so, ja? GT3 RS hat ja auch immer nur 10, 20 PS mehr gab als, genau, GT3. Genau, ja. Ja, das macht halt dann die Aero-Wett, ne? Ja. Die andere Aero.
Hört sich schon ein bisschen anders an. Ein bisschen anders? Hm? Ja, nicht mehr so rau. Und genau, ein bisschen kultivierter, sage ich mal in Anführungszeichen. Ja. Nicht mehr ganz so krawallig. Aber der Eindruck täuscht von den Fahrwerten her. Was kostet, wenn du jetzt einen 992 GT3 hast, was kostet der so? Mehr oder weniger als 991 GT3 RS? Nee, mehr. Mehr? Mhm, die haben ja auch nochmal, also das ist, du siehst es ja allein schon bei den Listenpreisen, da hat Porsche ja nochmal ordentlich draufgepackt. Der liegt jetzt bei 236. Ist aber auch erste Handfahrzeug, Steuer ausweisbar, hat jetzt 7300 Kilometer drauf, unfallfrei. Hast du ja gesehen, der gelbe, also der gelbe vor allem, der war ja günstiger. Ja, der war 220 oder so. 2019, genau, richtig. Also 2019,9. Letzten Endes ist das natürlich Geschmackssache. Ich finde, du kannst die beiden Autos auch nicht miteinander vergleichen. Ne? Nee, es ist halt was anderes. Genau, ja. Ne? Also ich sag mal schon, GT3 RS gehört einfach auf die Rennstrecke. Der gehört auch auf die Rennstrecke, aber ist auch für den Alltag, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, ist auch einfach für den Alltag gemacht. Ne? Und da kannst du mit dem Auto super irgendwo hinfahren. Hast auch einen Kofferraum im Gegensatz zu dem Vollgerät, was wir gleich fahren, der hat nämlich keinen Kofferraum mehr. Und der hat ja auch hier keinen Carbon-Käfig. Heißt, hier kannst du auch mal eine Tasche in reinschmeißen, ohne jetzt irgendwie direkt Carbon zu verkratzen. Mhm, genau, richtig, geht auch. So, Teil 3 beendet. Gleich geht's weiter mit dem vermeintlichen Höhepunkt dieser kleinen Reihe. Bis gleich, ciao, ciao. Was soll ich machen? Wir fahren jetzt wieder. So, Teil 4. Da steht das Gerät. 992 GT3 RS. Und den gucken wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer an und dann drehen wir auch eine Runde mit euch. Wie ihr schon seht, bei dem Auto auffällig, es ist das einzige Auto der 911er Baureihe, wo der höchste Punkt des Autos der Heckflügel ist. Also nicht das Dach, sondern der Heckflügel ist noch höher. Sein sogenannter DRS-Flügel, Drag Reduction System, kennt ihr aus der Formel 1. Heißt, man stellt den Flügel flach für eine höhere Endgeschwindigkeit. Wenn man irgendwo auf der Rennstrecke ist und anbremsen muss, wird der Flügel hochgestellt. Das heißt, er erhöht den Anpressdruck auf die Hinterachse. Generell ist dieses Fahrzeug ein komplettes Aerodynamikwunder. Ich zeige euch das mal eben. Die Luftführung kennt ihr ja schon aus dem 991 GT3 RS. Was neu ist, hier war früher mal ein Kofferraum drin. Da ist jetzt kein Kofferraum mehr, sondern ein Mittelkühler. Die Luft strömt hier rein, geht hier durch, also wird unterteilt, geht dann hier durch. Die heiße Luft geht hier oben hoch und normalerweise ist es eigentlich nicht gut, wenn dann die heiße Luft hinten wieder in den Motorraum reingeht, weil der braucht eigentlich Frischluft. Das heißt, die Luft zieht hier übers Auto und dann hat man hier diese beiden Lippen, sage ich mal, und die, wenn man genau hinguckt, sind ein bisschen nach außen gebogen. Das heißt, die Luft wird dann hier abgeleitet, geht an dem Auto vorbei und hier hinten saugt der Motor nur noch reine Frischluft, also aerodynamisch ein absolutes Highlight. Das Auto ist sehr gewichtsoptimiert. Es ist zwar deutlich größer wie ein 991 GT3 RS. Er hat auch zum Beispiel eine 29 mm breitere Spur, wie jetzt hier der normale 992 GT3. Das Auto wiegt 20 Kilo mehr wie sein Vorgänger, hat aber extrem viel Carbonteile verbaut. Hier die Haube, die Kotflügel auch aus Carbon, das Dach auch aus Carbon und erstmalig in einem Serienauto auch die Türen sind in Carbon. Das ist natürlich, ich sag mal, Rennsport pur. Was mir jetzt aufgefallen ist, diese Türgriffe kennt ihr ja aus dem 992. Das heißt, man drückt drauf, dann gehen die so ein bisschen nach oben und dann kann man sie ziehen. Das hat der RS jetzt nicht. Ich gehe davon aus, dass es auch ein bisschen an der Materialwahl liegt, warum der jetzt diese Türgriffe hat. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau, nur das ist uns ein bisschen aufgefallen. Und ansonsten steigen wir gleich mal ein und dann gucken wir mal, was das Auto innen drin noch zu bieten hat. Kommt mal mit. So, los geht's. 992 GT3 RS. Endlich. Das brauchen wir nicht speichern. Ich hatte schon so lange Bock auf das Auto. Ich auch. Von daher bin ich auch dem lieben Besitzer dieses Wagens unendlich dankbar, weil, wie gesagt, das Auto ist nicht zum Verkauf, das Auto ist bereits verkauft und der Besitzer wird dieses Fahrzeug wahrscheinlich nie wieder abgeben, weil er schockverliebt ist. Und ich weiß das sehr zu schätzen, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, nachdem die
Einfahrzeit vorbei ist von 1500 Kilometern, das Auto hat jetzt 2300 drauf, hat er gesagt, Junge, fahr mal eine Runde. Und das finde ich sehr lieb. So, wie wir sehen, schon hier nochmal einfach alles ein bisschen, ja, ich sag mal Rennsport-affiner das Ganze. Wir haben hier ein Lenkrad mit ganz vielen Drehreglern, die man sonst nur aus dem Motorsport kennt. Ich bin der Meinung, das Auto ist eigentlich ein reinrassiger Rennwagen. Wir haben gerade die Aero angesprochen. Die Aero von dem Auto muss phänomenal sein. Wir werden mit dem Auto natürlich nicht auf die Rennstrecke gehen, obwohl ich da schwer Bock drauf hätte. Aber wir werden das nicht tun. Was man schon merkt, ist, die Sitze wieder passen wie angegossen. Die sehen aus wie Schraubstöcke, aber trotzdem sitzt man mehr als bequem in den Dingern. Was man hier zum Beispiel auch sieht, keine Tür, so ein Entriegeln, sondern wie man es bei den NS-Modellen kennt, einfach nur eine Schlaufe zur Gewichtsersparnis. Dann haben wir hier diese Carbon-Türgriffe. Start-Stopp-Automatik hat das Auto übrigens immer noch. Machen wir die mal aus, weil das ist Quatsch. Sportabgasanlage können wir auch mal anmachen. Das ist nämlich kein Quatsch. Genau. So, ansonsten vieles bekannt aus dem normalen, in Anführungszeichen, normalen 992. Hier in dem Racetex alles schön verkleidet, hier in der schönen Kombination Rot mit den, also die roten Nähte. Der bekannte Automatikwählhebel. Und wie gesagt, hier das Lenkrad. Man kann verschiedene Stufen einstellen, man kann Fahrmodis einstellen. Zum Beispiel von normal auf Sport und auf Track. Wenn dann Track eingeschaltet ist, kann man auch hier verschiedene Fahrwerksoptionen einstellen. Das können wir gleich mal machen. Man kann hier dann auch hier ESC und Traction Control kann man dann einstellen, wann die eingreift. Ganz verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Natürlich nicht für den normalen Straßenverkehr eigentlich, sondern das ist rein für die Rennstrecke, wo dieses Auto eindeutig aber auch hingehört. So, vom Sound her ist das Auto, finde ich, nicht aufdringlich, natürlich auch nicht leise. Das ist ein 4 Liter 6-Zylinder Boxer. Auch hier ist es schon angezeigt, Aerodynamics Low Downforce. Man kann hier einstellen, Aerodynamics, also Low Downforce oder dann eben hier Dynamic Downforce. Man sieht dann sofort, was dann geändert wird. Das heißt, der Spoiler stellt sich um. Unten im vorderen Bereich verstellen sich die Kappen. Und jetzt zeigt das Auto das hier auch DRS ready. DRS, wie gesagt, aus, ich glaube, zuerst in der Formel 1, ne? Ich glaube schon. Meine? Drag Reduction System, das heißt. Das mal zum Überholen genommen. Richtig, genau. Sekunde, wenn er im sogenannten DRS-Fenster, genau. Genau, ja. Richtig, ja. Was wir auch hier sehen, ich sag mal, das ist ja Musik in den Augen und dann auch in den Ohren. Der rote Bereich fängt bei 9000 Umdrehungen an. Ja, mehr geht eigentlich nicht. Das Auto, wie gesagt, ist eigentlich hauptsächlich auf Aero getrimmt. Er hat 525 PS. Das sind in Anführungszeichen nur 5 PS mehr wie beim Vorgänger und 15 PS mehr wie beim normalen GT3. Aber wie gesagt, der Abtrieb ist einfach bei dem Auto sensationell. Die Vorderachse ist tropfenförmig, sage ich mal, gebaut. Und allein durch dieses Tropfenförmige produziert nur die Vorderachse 40 Kilo Abtrieb. Bei 200 km/h generiert der Heckflügel, ich glaube, 430 Kilo oder 440 Kilo. Das geht hoch bis 800 Kilo und das ist natürlich schon anders krass. Ne? Letzten Endes erfährt man diese Dinge nur auf der Rennstrecke und nicht im normalen Straßenverkehr. Vielleicht mal auf der Autobahn kann man den Unterschied erkennen zwischen geschlossenem Flügel und offenem Flügel, was man natürlich... Oh. Der Unterschied zwischen GT3 und GT3 ist Wahnsinn, gell? Wirklich krass, ja. Ja, wobei ich weiß, gerade im Sport, jetzt habe ich auf normal umgestellt. Jetzt gucken wir, jetzt wird es tatsächlich ein bisschen weicher. Aber man merkt auch hier, also ich vom Gefühl her, so wie bei dem Mantai Racing vorhin auch, der hat einfach Bock. Du hörst nur, tritt mich und schmeiß mich maximal schnell mit viel G um die Kurve. Ja, und wenn man
ist auch cool, habe ich auch noch nie gehabt. Wenn man in den Rückspiegel guckt, man sieht keinen Heckflügel mehr. Man sieht nur die beiden Streben, ja, und den Heckflügel selber sieht man gar nicht mehr, weil er einfach so hoch ist. Das ist auch so eine geile Ansicht hier im Spiegel. Das ist fast geil. Also auch hier, ich finde das, aber das haben jetzt alle Elfer, oder? Du sitzt hier drin, das passt alles, du musst da nicht viel verstellen. Ne, es ist alles irgendwie so, dass du sagst, okay, genau da gehört es hin. Zündschlüssel natürlich links. Wobei, hast du gesehen, hier auch. Damit kannst du gar keinen, vorne den Deckel gar nicht mehr aufmachen. Stimmt. Brauchst du auch nicht, weil du eh keinen Kofferraum mehr hast. Weil, wie gesagt, vorne ist dieser Mittellüfter drin. Auch erstmalig neu in einem Straßenauto. So, jetzt zeigt es dir an. Der ist active, genau. Drücke ich jetzt nochmal drauf. Zeigt er dir nur, dass es ready ist quasi. Und jetzt ist es aktiv. Heißt, jetzt ist der Flügel flach für maximale Endgeschwindigkeit. Maximale Endgeschwindigkeit, das Getriebe ist ein bisschen anders übersetzt. Die Höchstgeschwindigkeit bei dem Auto sind, ich glaube, 296. Also knapp unter 300. Knapp unter 300 auf jeden Fall. Ich sag mal, ein normaler GTS ist schon über 300. Das heißt also, man hat bei dem Auto nicht auf den Wert nicht auf absolute Endgeschwindigkeit gelegt, sondern wirklich das Thema Aerodynamik bis zum Exzess durchgespielt. Und dementsprechend packt er jetzt die 300 nicht. 0 auf 100, 3,2 Sekunden. Das ist so ein GT3 RS auch schon schnell ist, finde ich. Ja, definitiv. Und heutzutage, man muss es ja sagen, und das Ganze ohne Elektroantrieb, weil 3,2 sind schon Werte, die hochmotorisierte Elektrofahrzeuge schaffen, ja, oder auch ein Turbo, also 992 Turbo S ist schon deutlich schneller, aber für ein GT3 oder GT3S sind 3,2 schon schnell. Wir sind jetzt hier leider in der Stadt unterwegs, von daher können wir jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, das Ganze spürbar machen, dass man erklären kann, wie es wirkt, aber ich sag mal, wenn man mit dem Auto auf die Rennstrecke geht, dann ist das schon so, dass selbst der Laie merkt, welchen Einfluss diese ganzen Systeme auf das Fahrverhalten von dem Auto haben. Das muss man einfach so sagen. Die Aero von dem Auto ist unglaublich. Die Frage, die sich natürlich dann immer stellt, ist, wenn du jetzt einen Rennfahrer das Auto gibst, was weiß ich, ob das jetzt ein Timo Bernhard ist oder ein Jörg Bergmeister oder wie sie heißen, die merken das natürlich sofort. Der Großteil der Leute, die so ein Auto fahren, wirklich fahren, sind ja keine Profis. Und da ist halt dann die Frage wirklich, also die stelle ich mir dann, komme ich nicht irgendwann mal in einen Bereich rein, wo ich die Leute auch dann mit der Technik überfordere? Also ich wusste nicht, wie ich die perfekte einstellen soll. Genau, das heißt ja, das Auto beantwortet Fragen, die kaum noch einer stellt. Ja, also natürlich ist dieses Auto technisch oder zeigt dieses Auto das technisch absolut Machbare, was im Fahrzeug der GT-Klasse darstellbar ist. Aber auch wenn du einen Ungeübten in so ein Auto setzt und sagst, so pass mal auf, jetzt fährst du mal ein bisschen Nordschleife oder Bilsterberg oder was weiß ich auch immer. Das Auto suggeriert ja so eine Sicherheit. Dann lässt du dir das noch einstellen. Ne? Wie gesagt, du kannst dir hier über das Lenkrad kannst du dir alles einstellen. Ob jetzt hier PASM, die ganzen, hier wenn du mal guckst, warte, man muss ja auf Track umstellen. So, deswegen geht jetzt auch die Drehzahl hoch, schalte mal ein bisschen höher. So, DRS ist wieder ready. So, dann kannst du hier kannst du das einstellen. Compression, Front, Rear, also vorne und hinten. Rebound, Front, Rear, das sind die Zug- und Druckbereiche von den Dämpfern. Und ja, da musst du ja schon, ich sag mal, Semi-Profi sein, um das hinzukriegen. So, und dann, wie gesagt, dann suggeriert dir das Auto, so, jetzt sind wir wieder normal, dann sagt er auch sofort, dass ESC und TC wieder an ist. Das ist auch ganz gut so. Das Auto suggeriert dir dann ja so eine Sicherheit, dass du meiner Ansicht nach relativ schnell zum Übertreiben neigst. Ja, so. Bei dem Auto ist der Grenzbereich ja so hoch und beim normalen Auto fährst du ja
Also beim normalen, was weiß ich jetzt, einen normalen GT3. Ja, und dann fährst du und dann fängt das Auto irgendwann mal zu rutschen an, das merkst du ja. Und dann quietscht das Auto irgendwann und die Reifen quietschen dann irgendwann. Dann hast du immer noch genug Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Bei dem Auto hier, da, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, da rutscht und quietscht gar nichts mehr, sondern da bist du einfach so weit an der physikalischen Grenze dran, dass wenn du auch nur den kleinsten Fehler machst, dieser Grenzbereich so schmal ist, dann bist du einfach weg. Ja, und dann bist du aber auch so schnell und wenn du dann abfliegst, dann tut es auch weh. Ja, und ich glaube, das ist so im Geldbeutel sowieso, aber wahrscheinlich auch in den Knochen und im Kopf. Ja, wahrscheinlich. Und das ist so die Gefahr, die ich bei solchen Autos sehe, wo ich sage, hey, du kannst auch den Fahrer, glaube ich, ganz schnell überfordern. Es war ganz witzig, der Sohn von dem Besitzer hat gestern das Auto gebracht und der fährt auch professionell Autorennen. Und selbst der, also der ja einiges gewohnt ist, was Performance und so weiter betrifft, ist ausgestiegen aus dem Auto und sagt, Alter, ich hatte noch nie so viel Spaß mit einem Straßenauto wie mit dem Auto. Der hat auch gut gegrinst, der Liebe. So, oh, ja, so, Alter, wir sind normal, genau. Mach mal Sport an. Jetzt hier richtig. Lustig. Und so groß waren die Bodenwellen eigentlich gar nicht. Nee, gar nicht. Ja, das Auto, vorne 275er Reifen, vorne, ja, das hast du, normalerweise hast du gesagt, okay, wenn ich es übertreiben will, montiere ich mir sowas auf die Hinterachse, hinten 335, Baustelle, Walzer ausgefahren, okay, machen wir eben kurz. Auch schön, wenn der T-Roc von hinten blinkt, weil wir eben nicht schnell genug fahren. Vorne ist aber frei, ne? Kommt das Lieblingsschild. Das ist schon mal dreifeckig runterschauen. Abfahrt. Symphonie in den Ohren. Leck mich fett. Alter. Oh, diese Downshifts. Wo ist denn der T-Roc? Also man kann wirklich nur erahnen, was dieses Auto imstande zu leisten ist. Wirklich. Wahnsinn. Irre. Ja, DS, weiß jetzt nicht. Ja, das merkst du jetzt. Jetzt machen wir wieder an. Jetzt ist es aktiv. Wenn du es auch während der Beschleunigung mal an- oder ausmachst, ob man das merkt. Also man hat schon gerade ein bisschen was gemerkt, aber ob das jetzt wirklich daran lag, kann ich jetzt schlecht beurteilen. Also irgendwas ist jetzt passiert im Auto, klar, aber irgendwas habe ich jetzt auch gespürt, aber irgendwann muss ich mit so einem Auto mal auf die Rennstrecke. Weil mich würde es wirklich mal interessieren, ob man das als Laie, ob man das merkt, diese ganzen Verstellmöglichkeiten, wenn man da was einstellt in den unterschiedlichsten Stufen, ob man das wirklich spürt oder nicht. Ich würde hoffen, dass man spürt, aber ich bin gespannt. So Leute, also Teil 4 von 4 mit dem Höhepunkt, wie ich finde, 992 GT3 RS. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erzählen zu diesem Auto. Und ja, lasst ein Like da und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.